Hallo und willkommen zurück zu Monarch, wo ich hier die ganze Zeit vollgelabert werde. Nobody else wears anything like it. What's up with that? Oh, that. It's a uniform that the student council president. Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich los wollt und ihr habt die Jacke schon an, habt die Türklinke schon in der Hand und Leute erzählen aber immer noch die ganze Zeit und erwarten, dass ihr zuhört und so. Und irgendwann müsst ihr dann einfach gehen und sagen, ist egal, Höflichkeit. Höflichkeit ist nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich nochmal in die Krankenstation, um meinen Wahnsinn zu heilen. Also, da ist sie ja schon. Yo. Prez. Vice Prez. Everything good? Alles klar bei euch? Ja. Muss, ne? What kind of answer is that? Your relationship losing steam already? Was ist denn das für eine Antwort? Verliert eure Beziehung bereits an Dampf? What? Do you think every boy and girl who hang out together are dating? I know you're old, Dr. Kakeru, but really? Glaubst du ernsthaft, dass immer wenn ein Junge und ein Mädchen gemeinsam irgendwo sind, dass sie dann daten? Ich weiß, ja, du bist alt, Kakeru, aber echt im Ernst? Get off my back. I'm still in my early 30s. Jetzt mach mal halblang. Ich bin doch erst Anfang 30. Are you? Your cluttered desk looks more like a toddler's. Im Ernst? Also dein unaufgeräumter Schreibtisch wirkt eher wie der eines Kleinkinds. Oh. You flatter me. Oh, du schmeichelst mir. That wasn't a compliment. Ugh, if only Dr. Shiro Neko were here. Hey, das war nicht als Kompliment gemeint. Ach Mensch, wenn nur Dr. Shiro Neko hier wäre. Haven't you heard the saying, out of sight, out of mind? Leave things be, and you'll always know where they are. Kennst du nicht den Spruch aus den Augen, aus dem Sinn? Wenn man die Dinge so ja, offen liegen lässt, dann weiß man halt auch immer, wo sie sind. Grundsätzlich ja, Kakeru. Wenn man nur ein paar Dinge hat, wie du jetzt. Aber wenn jetzt neue Dinge dazukommen, dann legst du die auch wieder auf den Schreibtisch. Und dann kommen noch welche dazu und dann kommen die wieder auf den Schreibtisch. Und irgendwann hast du dann so einen großen Berg auf deinem Schreibtisch. Und dann siehst du nämlich die Sachen, die unten liegen, auch nicht mehr auf einen Blick und musst dennoch suchen. Das heißt, das offen rumliegen lassen funktioniert nur, wenn nichts übereinander gestapelt wird. That's not even how that idiom works. People tidy things up for convenience. So funktioniert das doch nicht. Das hat ganz praktische Gründe, dass Leute Ordnung halten. Incidentally, Vice President, did you know Dr. Kakeru's wristwatch has a dead battery? Übrigens, Vizepräsident, wusstest du, dass die Armbanduhr von Dr. Kakeru eine leere Batterie hat? Yep, it's been 11:45 p.m. for the past 10 years. Ja, die letzten 10 Jahre ist bei mir schon viertel vor 12. A phone's good enough for telling time these days. People only ever wear watches for fashion now. Ein Telefon reicht völlig heutzutage, um die Uhrzeit ja, herauszufinden. Die Leute tragen Armbanduhren ja heutzutage nur noch aus modischen Gründen.
Du willst mir nicht sagen, dass diese Uhr mit dem Plastikarmband da ein modisches Accessoire von dir ist. What are you so proud of? In what world is a beat-up old watch like yours fashionable? Worauf bist du denn so stolz? Vor allen Dingen sagt Nozomi was Ähnliches, was ich eben schon gesagt habe. In welcher Welt lebst du denn, dass so eine abgeranzte alte Uhr wie diese hier als Modeaccessoire gilt? Vor allen Dingen, ich meine, stimmig ist er, ne? Also seine Frisur ist abgeranzt, sein, ich weiß nicht, wie viele Wochen er seinen Trainingsanzug da schon trägt und dann, ihr seht ja auch, dieser Mantel, den er da trägt, ne? Der steht ja schon ab. Der ist bereits ein Jahr nicht mehr gewaschen. Naja. Your slacker attitude makes some people worry about the quality of care here, you know. Deine Faulheitsattitüde führt dazu, dass die Menschen sich Sorgen machen, ob die Behandlung hier vielleicht nicht so gut ist in der Krankenstation. Well, that's rude of them. I know how to be in the right place at the right time. When I need to. Das ist aber unhöflich. Ich weiß schon, wie ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein kann, wenn es sein muss. Das kann übrigens auch sein. Es gibt ja auch so den Spruch, Genie beherrscht das Chaos oder so. Also es gibt, denke ich, schon viele Leute, die beruflich komplett erfolgreich sein können und trotzdem in chaotischen Zuständen leben. Das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Außerdem müssten sich Leo und Kakeru ja auch gut miteinander verstehen, weil Leos Hauptattribut ja die Faulheit ist. Und ich vermute auch, dass bei Kakeru eher die Faulheit oder das fehlende Verständnis für die Sinnhaftigkeit des Aufräumens dafür verantwortlich ist, dass er halt alles hier so schleifen lässt. Oder, ah ne, das sage ich jetzt besser nicht. Ich will jetzt nicht das C-Wort in den Mund nehmen, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf meinem Kanal vermeide ich es ja, über Dinge zu sprechen, die man auch in den Nachrichten hört. Weil Leute, die hier den Kanal einschalten, die tun das ja nicht, um sich über Tagesgeschehnisse zu informieren und meine Meinung dazu, sondern die wollen einfach ein Spiel genießen. Und deshalb finden bestimmte Begriffe hier einfach keinen Raum. If something needs doing, I'm gonna do it right. Wenn etwas getan werden muss, dann mache ich es auch richtig. Okay, da natürlich wieder anders als Leo. Leo läuft ja gerne vor Sachen davon, vor Problemen, haben wir gelernt. I'm beat. Maybe I'll skip out on work and take a nap on one of the beds once everyone's gone. Das ist schon krass. Ah nee, das ist ja gar nicht. Ich dachte schon, er hätte sich da jetzt hingelegt. Aber wer liegt denn da? Heilung bitte. Hey, du siehst blass aus. Ich schau mir dich mal an. You're good to go. So, jetzt bist du wieder fit. Don't push yourself too hard now. Aber ja, belaste dich nicht zu stark. Gut, Matt wieder auf 0. Ich weiß übrigens nicht, ob das auch eine Taktik sein könnte, sein Matt-Level etwas im Mittelfeld zu belassen, um dann bei bestimmten Reisen ins Jenseits ja, bestimmte Skills dann nutzen zu können oder so. Aber ich glaube eigentlich eher nicht, dass das sinnvoll ist. Ich muss noch mal einmal. Hier rüber gucken, ob. Ja, doch,
hier waren wir auch schon. Ist ja halt die Frage, können jetzt hier neue Items aufgetaucht sein? Aber ich habe keine Lust, nach jedem Ausflug immer wieder alles abzusuchen. Also gehen wir lieber Treppe hoch in das zweite Obergeschoss. Nozomi, I've been looking for you. Nozomi, ich habe schon nach dir gesucht. Yusuke? What is it? Yusuke, was ist denn los? I have a favor to ask. Du, ich wollte dich um einen Gefallen bitten. You started hanging around the student council. Yu ist jetzt hängt jetzt immer mit den Leuten von der Schülervertretung ab. She's completely changed ever since. All of a sudden, she started talking about Kurama like he's some sort of god. Und seitdem wirkt sie völlig verändert. Ganz plötzlich redet sie von Kurama, als wäre er so eine Art Gott. Ja, stimmt, wir hatten da an der Tür so ein bisschen gelauscht und festgestellt, die wirkten so wie hypnotisiert. Woher kennen sich Yu und Kurama? Also, ich denke schon, dass Nozomi weiß, wer Yu ist. They're a couple. Ja, sie sind ein Paar. Achso, nee, Entschuldigung. Yusuke und Yu sind ein Paar. Yusuke Tsuji and Yu Nishioka. They've been dating since we were first years, as I recall. Yusuke Tsuji und Yu Nishioka. Sie daten sich schon seit der ersten Jahrgangsstufe hier in der Oberstufe. I've known them both since I was in elementary school. Ich kenne die beiden schon, seitdem ich noch in der Grundschule war. She wants to break up with me. She said she doesn't have it in her to deal with being in a relationship right now. Sie will sich von mir trennen. Sie sagte, sie hat jetzt gerade keinen Kopf dafür, sich um meine Beziehung zu kümmern. But we were doing totally fine before she joined Kurama's fan club. Aber bevor sie Teil von Kuramas Fanclub wurde, ging es in unserer Beziehung prima. Don't you think that there's something fishy about that? Da stinkt doch irgendwas zum Himmel. What? You getting dumped? Was? Man hat dir einen Korb gegeben oder was? Ja, abgelegt. No, I'm talking about Kurama and his groupies. Nein, ich rede von Kurama und seinen Groupies. You and the others weren't so goddamn obsessed with the student council before. Die anderen und auch Yu waren doch nicht so wahnsinnig besessen von der Schülervertretung. Since when did anyone start listening to Kurama anyway? He's such a nag. Even the teachers don't want to deal with him. Und seit wann hören die Leute überhaupt darauf, was Kurama sagt? Er ist echt so eine Nervbazille. Selbst die Lehrer hören ihm nicht zu. It's been like this ever since all this messed up shit started happening to the academy. Das ist schon die ganze Zeit so, seitdem ja diese Scheiße hier mit der Akademie passiert ist. There's gotta be a reason why. Were they drugged? Or maybe they're all hypnotized. Das muss einen Grund dafür geben. Hat man denen Drogen gegeben oder irgendwie hypnotisiert? You'll help me look into Kurama, right, Nozomi? You need our help. Same goes for everyone else. Du hilfst mir doch sicherlich mal, Kurama zu überprüfen, oder, Nozomi? Ich brauche deine Hilfe. Und natürlich auch die von allen anderen. Come on! I'm begging you! Ich flehe dich an. I understand why you're so suspicious of Kurama, but... Ich verstehe ja, dass du Kurama nicht traust, aber... Maybe we should wait and see how things turn out for now. Vielleicht sollten wir erstmal abwarten und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. We don't have time to just stick around and do nothing. Wir haben keine Zeit, hier einfach nur tatenlos rumzustehen. Forget it, you coward. I was stupid for thinking you'd get off the fence for once. Aber vergiss es halt, du Feigling. Ich war ohnehin doof zu glauben, dass du
einmal von deinem hohen Ross runtersteigen würdest. I mean, what else should I expect from the kind of person who leave her best friend for dead? Was soll man noch von einem Menschen erwarten, der seine beste Freundin einfach tot zurückgelassen hat? Oder zum Sterben zurückgelassen hat, je nachdem. I am. Somebody has to. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es halt selber. Irgendjemand muss es ja machen. Oh, das sieht mir aus, als müssen wir Yusuke demnächst retten. Warte, hör mir doch mal zu. I've had a hunch about who the pact bearer is ever since our talk with the dean. Ich hatte ja schon so eine Ahnung, wer der Paktträger sein könnte, seitdem wir mit der Dekanin gesprochen haben. If it turns out that hunch is right, well, it just means we'll have to be that much more careful. Und wenn mich mein Gefühl nicht trügt, dann müssen wir umso vorsichtiger sein. I don't want us to get all wrapped up in any more danger than we're already in. Ich möchte halt nicht, dass wir uns noch einer größeren Gefahr aussetzen als der, in der wir bereits sind. Let's get a move on, Vice President. We have to shatter the remaining ideals. Also, gehen wir am besten, Vizepräsident. Wir müssen die restlichen Ideale zerschmettern. Ja, zwei fehlen ja noch von diesem Monarch. Drei sollen es ja sein insgesamt. Meine Erinnerungen, nachdem ich im Nebel war, sind alle ganz verschwommen. Dr. Kakeru hat mich gerettet, sobald sich der Nebel, als sich der Nebel gelichtet hatte. Ach so, stimmt, da sind jetzt neue Leute, die, also beziehungsweise die Leute waren vorher auch schon hier, aber da war hier Nebel. Und jetzt kann man mit denen vernünftig reden. Gott sei Dank. Aber davon ab, was ist denn mit Kurama los? Irgendetwas mit ihm und seiner neuen Entourage stimmt doch da nicht. Hör mal, Nozomi, dir vertraue ich ja am meisten. Wenn irgendjemand die Akademie führen sollte, dann bist du es. Hm. Dann will ich mit den anderen beiden da auch nochmal eben kurz quatschen. Widerstanden. Kommt jemand, um uns zu retten? Oder werden wir hier drinnen einfach verrecken? Ich weiß nicht. Ich gebe es ungern zu, aber ich glaube, bei diesem Schlamassel kann ich nichts dagegen tun. Außerdem, wenn ich nicht bald wieder mit dem Trainieren anfange, wird mein Pitching-Arm, also er ist ja Baseballspieler, ganz einrosten. Naja, wenn die Scheiße erstmal auf den Ventilator trifft, dann denke ich trotzdem noch nur an Baseball. Okay. Naja, es ist beeindruckend, Yuichiro. Es zeigt mir einfach nur, wie deine Hingabe, die du für Baseball hast. Ich will immer mit R1 schnell laufen, aber ja, geht halt nicht. Genau, die Räume, da waren wir vorhin drin. Oder nicht? Gruselige Atmosphäre. Und die Augen. Oh Gott. Die Körperfresser kommen.
Könnte ich jetzt hier eigentlich runtergehen, oder? Ja. Wo lande ich dann? Hier, da waren wir noch nicht. Nicht, dass hier was Interessantes wäre, aber gut zu wissen. Durch die Tür sind wir nicht gekommen. Letzte Folge. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch hier nicht in den Keller gehen dürfen. So. Ab in den Nebel. Und da ist auch direkt schon Vanitas. Your breaths. This place is linked to the other world's depths. Seid vorsichtig und atmet flach, denn dieser Ort hier ist mit den Tiefen des Jenseits verbunden. The depths? The farthest reaches, the other world's end, full of beings against whom you can't contend. Die Tiefen sind die entferntesten Orte, quasi das Ende des Jenseits. Dort sind ganz viele Wesen, mit denen wir nicht mithalten können, stärketechnisch. I'd advise against picking up any odd calls. Ich rate dazu, nicht irgendwie wahllos ans Telefon zu gehen. Unless you enjoy your blood strewn on the walls. Es sei denn, ihr möchtet, dass euer Blut an die Wände spritzt. You'll want to mind the unsettled as well. Ihr solltet auch auf die Unsettled Acht geben, also das sind die Leute, die hier gerade so ein bisschen wahnsinnig geworden sind. The madness of the depths infects your surroundings, if a call connects. Der Wahnsinn der Tiefen infiziert auch eure Umgebung, wenn der Anruf durchgeht. They'd act more unhinged than they already do. Who knows what would end up happening to you? Dann verhalten sich die Unsettled mehr außer Rand und Band, als sie es jetzt bereits machen. Wer weiß, was denn mit euch passiert. So, in other words, also jetzt in normaler Sprache ausgedrückt. If we pick up, we'll be in danger. If we don't, we'll still be in danger. Sind wir also in Gefahr, wenn wir ans Telefon gehen? Aber selbst wenn wir nicht ans Telefon gehen, sind wir dennoch in Gefahr. Precisely. My perspicacious president. Ganz genau, meine scharfsinnige Präsidentin. Well, that's not fair at all. Isn't there a way around that? Das ist aber überhaupt nicht fair. Gibt's da keine Umgehungsstraße? The depths of the other world are hardly near. They're not quite connected directly to here. Die Tiefen des Jenseits sind nicht in der Nähe. Sie sind nicht direkt mit hier verbunden, mit diesem Ort verbunden. Though a singularity should be on the border, connecting two sides to keep them in order. Aber eine Singularität sollte an der Grenze vorhanden sein, wodurch diese beiden Ebenen miteinander verbunden werden. Should you destroy it without delay, the other world's influence goes away. Falls ihr sie zerstört, ohne zu zögern, wird der Einfluss des Jenseits hier verschwinden. Okay, also wir müssen diese Singularität finden und schnell ausschalten. I'll give you a number to the singularity. Deal with it first, if you're lacking temerity. Ich gebe euch die Telefonnummer von der Singularität und da könnt ihr euch zuerst mal drum kümmern, wenn ihr zögert, den anderen Weg zu gehen. Manchmal bekommt euer Telefon einen sogenannten Death Call. Durch so einen Death Call steigt unser Wahnsinn stärker und die Unsettleds geraten außer Kontrolle. Wenn man dann sich einem Unsettled nähert, der außer Kontrolle ist, werden die wahnsinnig. Und wenn man den Wahnsinnigen zu nahe kommt, wird unser eigener Wahnsinnsgrad sofort auf 100 steigen. Wenn wir aber den Death Call entgegennehmen, wird ein Kampf im Abgrund ausgelöst gegen mächtige Gegner. Ja, also Benutzung auf eigene Gefahr. Wenn wir spezielle Telefonnummern benutzen,
dann reisen wir zu bestimmten Ebenen des Jenseits. Und wenn wir dort die Singularität zerstören, dann können keine Death Calls mehr weitergeleitet werden. Also so eine Art Funkmast, den wir da wegmachen müssen. Und wir können auch einen Death Call stoppen, indem wir den Nebel verlassen. Oder indem wir einen Anruf entgegennehmen, der zu einem Ideal führt. Kompliziert. Okay, dann wollen wir das doch mal machen. Ich muss nur gerade gucken, Telefonmenü. Ich denke, wir machen den Call. Precipice of Pride. Okay, Schwierigkeit 2 Sterne. Ja, wir sind zu dritt. Wir sind Level 4, diese Gegner sind Level 4 ungefähr. Ah, und das, dieser hintere weiße Diamant ist dann wohl die Singularität. Und vorher zwei Gegner. Das sieht erstmal einfach aus. Ja, okay. In zwei Zügen, um den höchsten Rang zu erreichen. Let's go, Nozomi. I'll be your strength. Get ready. Here I go. I'll see for myself. Ich krieg da keinen Zusatzangriff unter, aber ich muss trotzdem hiermit erstmal anfangen. Here I go. Was kannst du da hin? Ne, Authority ja nicht. Hatten wir noch was Neues? Wie viele Hitpoints hat der Gegner überhaupt? Weiß ich das? 47. Ja, kriegen wir einen Counter. Ich mache das ohne Hitpoints-Verlust. Ich kriege ja gleich sowieso ein Gewisch. Und warum kriege ich keine... Doch, ich kriege eine Unterstützung. Wunderbar. Ja, nicht gereicht, das war zu erwarten. Nicht getroffen, wunderbar. So, jetzt kannst du auch nochmal zuhauen. Ist die Frage. Wir werden uns ja auch wehren, ne? Wenn du jetzt dein... Na, es ist mir zu riskant. Komm, du haust jetzt zu. Ah, warte mal. Es gibt noch die Aero-Lanze, 4 Meter... Das ist noch ein Bereich, also hier. Ja. Das bringt's alles nicht. Nee, ist okay. Einfach zuschlagen und gut ist. It's over. Ich hätte sonst ja Leo noch den Zug überlassen können. Here I go. So, jetzt ist die Frage, wenn du da angreifst, kriegt man denn Unterstützung? Ja, aber nur einmal. Was aber okay ist. Krieg da immer noch... Ah, Backattack gibt's auch mit Unterstützung. Dann machen wir das mal mit dem Accelerating Slash. Away with you. Kritisch. Support. Nein! Ein Hitpoint hat gefehlt. So, dann gehst du mal hier rüber. Snipe. So, und jetzt kann ich möglicherweise hier den Leo den Zug nochmal überlassen.
I'll leave it to you. Und wenn er jetzt rankommt. Understood. Dann haben wir das in zwei Runden geschafft. We made it, Nozomi. Good job. You were amazing. Okay, 240 Punkte, trotzdem nur Rang A. Aber damit kann ich gut leben. Detox Agent bekommen, also zum Entgiften. Und eine tapfere Sitri-Rüstung. 11 Hitpoints, 9 Attack. Das ist sehr gut. Bisschen Stolz und ein bisschen Zorn dazu bekommen. So, Death Call hat aufgehört hier. Hast du dazu was? Hast du mich zu loben jetzt, Vernitas? What is it? Nee. Können wir nur Sachen kaufen. Calls. Dangerous. Phones. Bad. Ja, Telefone sind sowieso gefährlich. Ein Memo. Fruchtbarer Boden. Kann ich das jetzt nutzen? Library, ich will wissen, was es ist. Nee, kein Material. Hä? Da, Fertile Ground. Okay. Das ist eine Telefonnummer. Also ich werde mir die sicherheitshalber mal notieren. Und dann schauen wir mal, was wir da oben machen. Also Sternchen, Hash, Sternchen, Sternchen, Hash, Sternchen, 000. Das wählen wir mal, ne? Sternchen, Hash, Sternchen, Sternchen, Hash, Sternchen, 000. Weil nicht, das Power ist nicht in der Nähe. Na super. Kann ich da jetzt nochmal hingehen? Calls scary. Müssen wir die Nummer nochmal eingeben, oder? Tja, zumindest gibt es eine Wahlhistorie, also eine Anrufliste. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist ein bisschen riskant, aber wir sind ja am Anfang. Also zur Not landen wir in der Krankenstation. Aber Schlachtschwierigkeit ist auch nur 2 Sterne. Was heißt Root the Enemy? Die Feinde umgehen oder... Ne, wir sollen die bestimmt alle platt machen, wie immer. Achso, Rüstung. Ja, es ist zu spät, die andere Rüstung anzuziehen. Oh, Kampf starten. Let's go, Nozomi. I'll be your strength. Here I go. Okay. Jetzt muss man aufpassen. Jetzt dürfen wir uns natürlich nicht einkesseln lassen hier. Es ist halt ein bisschen gefährlich, aber hier ist die Mauer. Der könnte uns von hinten erwischen. Ich fange erstmal wieder mit Fernkampf an. So, und weg von dem da. Oder ich ziehe mich zurück. Ich mache erst den und dann kommen die anderen so langsam an. Das würde auch gehen. Ich glaube, die sind nicht so stark. Ich mach das mal hier so.
Ah, ein bisschen zu knapp. Ne, doch, warte mal. Sniper schon richtig, ein bisschen näher ran, so. Get ready. So, du. Du musst es dann mal hier so bitte hin. Also wieder von hinten wäre auch ganz gut, ne? 49. Ja. Oh, trotzdem. Komm. 26. 38. Ja, ist kein Problem. Jetzt könnte Nozomi nochmal Leo den Zug geben, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn sie da nochmal hingeht. Ja, sorry, da musste ich jetzt eine Weile unterbrechen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, ich wollte jetzt genau mit ihr nochmal angreifen. Und wichtig ist halt, dass die beiden gleich nicht irgendwie zusammen angreifen können. Und ich diesen einen hier auf jeden Fall jetzt erledigen muss. 3 Meter, wenn ich jetzt sage 4 Meter, den anderen erwische ich da auch nicht, ne? Oder? Ne, ich komme da nicht an beide ran. Also ganz normal Pierce. It's over. So, jetzt kommen die alle. Oh, der hat auch Fernkampf. Er wartet aber, ist okay. Er wartet. Er haut mir in den Rücken. Dann werden wir gleich mal Heilung ausprobieren müssen. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt hier im Rücken haue, kriege ich keine Unterstützung. Das ist blöd. Wenn ich von vorne haue. Kriege ich auch keine Unterstützung. Warum? Okay, dann machen wir es erstmal. So. Und es gibt ja keinen Counter. Ah, dann machen wir das mal so. Away with you. Here I go. So, du könntest jetzt heilen zum Beispiel. Aber warte mal, machen wir erstmal dich hier. Wenn der so wartet. Ich will nicht, nachher nicht noch einmal zurücklaufen, ist mein Problem. Ne? Kriege ich den damit kaputt? Wahrscheinlich nicht. Also werden wir erstmal ohne Heilung machen. Und das mit Counter war dann so, ist ohne Counter. Hat nicht ganz gereicht. Gut, demzufolge gehst du mal hier hin. Was ist der Wesen? Oh, das ist gut. Zum Glück wird sie getroffen. Ich habe sie extra dahingestellt, damit sie am nächsten am Feind dran steht. Und vielleicht angegriffen wird. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Weil der Typ hinter der Mauer ja nichts macht. Here I go. I'll see for myself. Du kannst jetzt gar nichts machen, oder? Doch, da könntest du angreifen. Und da kannst du nicht angreifen. Also ist das klar. Müssen wir das so rum machen. Ich verliere jetzt quasi Züge dadurch, ne? Das ist alles blöd. Get ready. Here I go. Greif doch erst hier an. Nein, warte. Es ist. I'll see for myself. Es ist. Okay, ich habe eine Idee. Also schon hier snipen.
Here I go. So, jetzt kannst du erstmal hier hingehen, aber noch nichts machen. Genau, warten. Dadurch heilst du einerseits und du übergibst jetzt deinen Zug an Leo. Vice President. Understood. So, wie viel Schaden muss ich machen? 34. Machen wir es mal so rum. Und mit der Unterstützung könnte es funktionieren. Wobei, ich greife jetzt nicht von hinten an. Ne? Das ist schon ein bisschen blöd, aber vielleicht haben wir Glück. 23 und... Jawohl, kritisch. Alles klar. So, er kommt jetzt auf jeden Fall ran. Wird einmal schießen. In den Rücken. 9 Schaden ist lächerlich. Prima. So. Du kannst jetzt von da hoffentlich schießen. Ne, natürlich nicht. Das ist blöd. Dann sag du mal warten. Get ready. Ja, du. I leave it to you. Very well. Also was hast du denn für Authorities? Surefire Shot. Das können wir mal machen. Activate. 34 Schaden, sehr gut. Dann werden wir jetzt in der vierten Runde nämlich noch fertig, hoffe ich mal. Enemy down. Also okay. We made it, Nozomi. Good job. You were amazing. Ja, wunderbar. Oh, B nur. Oh, ich bin so schlecht. Ich dachte, das wäre so gut gelaufen, aber egal. Wir haben 100 Spirit durch das Lösen bekommen und... Oh ja, 10 Punkte hätte ich mehr gebraucht, dann hätte ich Rang A gehabt. Mist. Naja, so ist das. Das hätte ich machen sollen. Durch, ja, einmal kritisch mehr treffen oder einen Assist mehr oder was auch immer. Okay, Insolent Andras Armor. Andras ist doch auch einer von Persona bzw. Shin Megami Tensei. Ein ja, Dämon. Skill Follow-up Bleed. So, Pride, Wrath, Greed und Lust. Restart Battle? Nein. Achso, weil ich so schlecht war. Nein. Okay, mein Wahnsinn ist geblieben. Ich muss ja natürlich immer noch Action bringen. Unlock? Ich weiß es nicht. Locker-Memo. Ich musste Herrn Yugo nerven wegen meiner Locker-Kombo, also meiner... Ja, meinem Schließfach und die Kombination, aber ist alles gut. Ich werde diesen Fehler nicht noch einmal machen, denn schließlich... Miki Hirai. Wissen wir noch nicht. Healing Agent S. Da steht noch was. Ja, toll. Hä? Ich komme da nicht hin. Was soll denn das? Gut, Locker-Kombo kriegen wir vielleicht irgendwie nochmal raus. Looks like last period's lesson is going into overtime. Hope that means less for us. What's an... Hey! Slow down there. The third years are in class right now. That means no underclassmen allowed. Okay, wir dürfen da nicht rein.
What's an underclassman like you here for? Teen Spirit. Hastig geschriebene Notiz, diese Etage ist gefährlich. Sobald der Anruf kommt, verlieren alle ihren verdammten Verstand. Hat einen gewissen Rhythmus, ne, diese Soundkulisse. Cromwell, Notes 1. Das gucken wir uns mal an. Ich habe diese Akademie infiltriert im Auftrag von einer nicht genannten Person oder ausgestrichenen Person mit dem Ziel, ein, na nicht außerirdisches, aber ein Artefakt, was nicht von dieser Welt stammt, zu holen. Oh, hat jemand von der Akademie vielleicht irgendwo mal ein Artefakt geklaut und jemand will das hier wieder zurückhaben? Stattdessen wurde ich von ihr angezogen, mit Herz und Seele. Ich möchte sie nicht zerstören und auch nicht die Akademie, die sie so sehr liebt. Ich kann niemals wieder zu zurückkehren. Ich kann versuchen, meine Spuren zu verwischen, aber wie lange wird sich noch zum Narren halten lassen? Ich kann nur hoffen, dass ich jeden Moment, der mir noch bleibt, an ihrer Seite verbringen darf. HC, also Cromwell. 73. Cromwell wurde 73 schon hierher geholt. Seine anderen Notizen waren ja von 82. Also das Ganze geht schon ein bisschen länger hier. Kennt noch jemand Stomp? So ähnlich klingt das. So von den Geräuschen her. Seven Wonders Nummer 3. Das sich bewegende oder das bewegliche Porträt im Musikzimmer. Seitdem ein bestimmter Musiklehrer verstorben ist, hat sich ein bestimmtes Porträt in dem Musikzimmer der Highschool von selbst bewegt. Wenn du ein lautes Geräusch hörst, wenn dieser Raum normalerweise leer sein sollte, oder falls dir auffällt, dass eins dieser Porträts auf einmal nicht mehr da ist, dann halte den Blick gesenkt und geh ganz schnell nach Hause. Für diejenigen, die sehen, wie sich das Porträt bewegt und das Geheimnis dahinter lüften, die werden auf jeden Fall wahnsinnig. Okay, ein Hinweis für uns, da mal nachzusehen im Musikzimmer. Aber ist das nicht das Musikzimmer hier dann? Da sind die Porträts. Ja. Also Bach und Mozart erkenne ich und ich glaube Haydn ist noch der in der Mitte unten, oder? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Wenn dein Telefon klingelt, geh nicht ran. Lauf einfach weg.
Okay, da. Hey, you! Open this thing up! Ja, so. I'm gonna be late for my exam! Oh, das ist Miki Hirai, die mit dem Passcode, mit dem Tresor. Wie hast du es geschafft, deine Schließfachkombination rauszufinden? My locker combination? Also wir hatten eben keine Möglichkeit zu sagen, wir öffnen. I think it was the last four digits of my student ID, but I don't know for sure. Student ID, die letzten vier Ziffern, okay. Who even cares about that right now? Let me out of here already! Let me out, damn it! Ich kann nicht, ich habe keine Klinke. I know someone's there. Get up. Also das Profil. Nee. Nee, wo sind die Charaktere? Da, Profile. Also 1040. Wer ist dann? Oh, ist das. Ach, ist das das Jahr 2020? Und dann. Ach so, ist die. Genau, die kann ja im Jahr 2020 auf diese Schule gekommen sein. Und hat dann die Nummer 1040 bekommen, vielleicht. Ja. Gut, also 1040. Hey, you! Oh, I'm gonna be late for my Ich krieg's nicht auf. Stop messing around! My grade, come on! I'm begging you! Just open up already! Let me out, damn it! Open up! Geht halt nicht. Warte mal, wo waren jetzt... Ne, das war das Musikzimmer. What's an underclassman like you here for? Remedial lessons are such a pain. So, hier war das Schließfach, oder? Ah, eine Badge. Also ein Abzeichen, dass wir in der dritten Jahrgangsstufe sind. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht extra anlegen oder so. Das heißt, ich komme jetzt hier rein, oder? Hey, you. Never seen your face. Hey, ich habe dein Gesicht hier noch nie gesehen. You're a third year? Was? Du bist echt in dritter Jahrgangsstufe? Kenn dich gar nicht. Whatever. Sorry for taking up your time. Egal. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Damn it. Remedial lesson. Okay, das ist wieder der Handystapel. Und da ist eine sehr gruselig aussehende Figur. Alter Egos. Library. Alter Egos. Da. Also, die Egos von anderen Leuten in materieller Form. Die kann man äußerst selten dort finden, wo das Jenseits destilliert wurde, keine Ahnung, oder vielleicht konzentriert wurde. Das sind halt Fragmente des Herzens, die unbewusst extrahiert wurden von Menschen und weil sie dem Nebel ausgesetzt waren. Okay. Okay, ich glaube, ich nehme jetzt mal eben eine Medizin. MedGouge um 30% runter. Das ist 50 Hitpoints im Battle Only. Ja, ist okay. So, das andere lasse ich mal bei 43. Da wird schon nichts Schlimmes passieren, hoffe ich mal.
Six will never betray you. Lodge. Hier gehen wir mal rein. So, da ist wieder ein Ideal. Drei Gegner, aber nah beieinander, das ist halt ein Problem. Geht's dir gut? Oh, I'm fine. I was lost in thought. Ja, mir geht es prima. Ich war nur in Gedanken versunken. Sorry. I'd better focus on the here and now, huh? Tut mir leid, ich sollte mich wohl besser auf das Hier und Jetzt konzentrieren. I'm supposed to be helping you. Not to mention the rest of the academy. Ich sollte dir helfen und auch dem Rest der Akademie. Genau, so hat es die Dekanin sich gewünscht. Was sollen diese Sternchen da, also diese grünen Kreuze? Ach so, warte mal. Wir sind ja die hellen Dinger. Das heißt, von hinten kommen auch welche. Das heißt, wir müssen eigentlich vorstürmen, oder? Und ich habe mich wieder vorher nicht ausgerüstet, Mensch. Ich habe doch Rüstung gefunden. Naja, legen wir mal los. 4 Runden sind die empfohlene Dauer. Oh, das kann so ein Ding sein, wo wir vielleicht geheilt werden. Es gab ja so spezielle Orte, wurde uns ja erklärt. Naja, dann müssen wir alle 4 vernichten. Ja, dann fangen wir auf jeden Fall mal mit dem Fernkämpfer da an. Ah, wenn ich da überhaupt hinkomme. Warte mal, du, kannst du da schießen? Bitte lass... Nein. Und der Authority eventuell, Surefire Shot auch nicht. Das ist aber blöd. Ah. Muss ich erstmal hier gucken. Du kommst da ran, ne? Boah, auch gerade eben nicht. Das gibt's doch gar nicht. 2 Meter, habe ich noch was weiteres? Ja, Throwing Knife. Aber das hier ist auch wieder nur 2 Meter. Das ist ja blöd. Warte mal, jetzt müssen wir noch mal eben gucken. Wir haben hier auch noch Battle Map. Und da sehen wir 50 Hitpoints. Kann ich irgendwie sehen? Ja. Du hast 50 Hitpoints, du hast 100 Hitpoints. Und die haben 55. Dann machen wir erstmal den, versuche ich erstmal fertig zu machen. Und das machen wir wie folgt. Here I go. I'll see for myself. Kann sich echt nur sehr kurz bewegen. Warten. Get ready. Here I go. Die Fur. Take care of this. Very well. Oh nee, du kommst da immer noch nicht ran. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann bleibst du da halt stehen und machst Optimize Evasion. Nee. Select Target wäre so, okay. Alles klar. Rise! Here I go. Das machst du dein Throwing Knife von hier und da kann sie mir jetzt auch nicht bei helfen. Das ist echt blöd.
You're open. Nein, und daneben auch noch. Schlechter kannst du ja wirklich nicht laufen. Ja, und jetzt natürlich noch Schaden für uns beide, weil wir so schön nebeneinander stehen. Ja, und vergiften. Dankeschön dafür. Okay. Dann jetzt aber von hinten angreifen. Oh ja, hier drin stehen bleiben, sowieso ganz gut. Ne, gibt keine Unterstützung. Also, du erstmal. Oder geh ruhig. Ja, genau, geh auch in den Bereich hier rein, das ist gut. Mit Counter. Ja. Ist mir egal, den Counter halt. Here I go. Kann natürlich auch ein Giftbereich sein, aber grün, denke ich, ist wohl eher Heilung, oder? Ah. Von hinten kriegen wir ihn sowieso nicht. Also wenn ich in dem grünen Bereich sein will, geht's nicht von hinten. Ah, so. Away with you. Assistant. Here I go. Tja. Jetzt solltest du dich da mal verpieseln, bitte. Vielleicht nochmal umdrehen, so. Warten. Erst kam natürlich die Heilung, dann das Gift. Nicht hauen, aua. Aber 7 Schaden, das geht ja. Eieiei, das wird übel. Here I go. Weil die jetzt alle zusammenstehen im Prinzip. Ah, die arme Nozomi. Ich muss mich um den hier erstmal kümmern. Der hat zwar am meisten Hitpoints, aber. Ne, warte, doch so rum ist richtig. Authority Surefire Shot. Geht das von hinten? Das ist gut. Here I go. Ja, jetzt kannst du natürlich nicht von. Doch, jetzt, wir können von hinten angreifen, wunderbar. Away with you. Assistant. Here I go. Ja, und jetzt habe ich natürlich ein Problem. Nozomi kriegt jetzt zweimal aufs Mat. Es sei denn, ja, ich, doch, da komme ich ran. Ah, und mit zweimal Assist. Dann ist es ja doch nicht so übel. Arrowlands, Windcleaving, Spear. Oder mehrere Targets angreifen. Hohe Chance für einen Critical Hit. 59% Chance nur. Ja, komm, dann ist der eine wenigstens weg. Enemy down. I'm with you. Support. So, jetzt kriegt natürlich Nozomi von zwei Leuten aufs Maul. Also wahrscheinlich drei Schläge jetzt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Überlebt. Darum ging's. Get ready. I'm at my limit. Ja. Und du sagst Snipe. Oder beziehungsweise sogar sagst Surefire Shot. Ne, da kommt aber kein Assist. Also nur Snipe und dann mit Assist. Ja. I'll back you up. Here I go.
So, den können wir auf jeden Fall ausschalten. Wie wäre es, wenn ich den hier nehme? Ich glaube, das gibt ein Problem. Doch, da habe ich zweimal auch Assist. Ich habe zweimal Assist. Ich versuche das mal. Away with you. Me too. Support. Ja. Überlebt, ist aber nicht so schlimm. Das ist eingepreist, eingeplant. Jetzt hast du nämlich Critical Pie. Nee, hier, du kannst mehrere Ziele angreifen. Ah, schade, da hatte ich jetzt gehofft, dass du einen Assist bekommst. Ja. Aber es ist kein Counter da. Es steht nicht Counter da. Dann nochmal von hinten. So. Vielleicht reicht das. Müssen wir ausprobieren. It's over. Ja, nicht ganz. Poison Damage K.O. So ist das. Repent with your life. Da sehen wir zumindest mal, was so ein K.O. bedeutet. We made it, Nozomi. Good job. You were amazing. Ja, bringt minus 400 Punkte. Ein C-Rang. Ansonsten hätten wir einen A-Rang gehabt. Mist. Ja, aber so ist das. Also ich kann damit trotzdem leben. Es ist ja nur, wie viel Spirit man bekommt. Citri Armor. Noch ein Helm, noch ein Helm. Anderes Armor, Citri Armor. Ja, wunderbar. Pride, Lust und Envy. Also Stolz, Lust und Neid. Die Seele ist ein Gebilde der Vorstellungskraft. Das sind wahrscheinlich wieder diese Gedanken, also auf jeden Fall die Gedanken des Packträgers, und der Packträger ist ja wahrscheinlich der derzeitige Schulsprecher. The body creates it through nothing more than trivial chemical reactions. Der Körper erzeugt sie durch einfach eine chemische Reaktion. Ja, also quasi, ja, die Seele ist einfach ein Gebilde aus chemischen Reaktionen, sagt er. People are fools. Their eyes, ears, even their very souls are inferior. Menschen sind dumm. Ihre Augen, ihre Ohren und sogar ihre Seelen sind minderwertig. These are the flaws in the machine we call the human body. Das sind die Fehler in der Maschine, die wir menschlichen Körper nennen. Aber das heißt, er sieht den menschlichen Körper als Maschine, ja, als Objekt einfach nur, als seelenlose Hülle. Consequently. Konsequenterweise. One must acquire the controls to the machine. The authority to govern their bodies for them. Konsequenterweise muss man also die Kontrolle über diese Maschinen übernehmen. Die Autorität, um an ihrer Stelle die Körper zu beherrschen. Das ist also diese Geschichte mit dieser Schülervertretung. Dass er quasi darüber die Leute direkt kontrolliert. Only then will the foolish be guided away from hopelessness and despair. Und nur so kann man die Narren wegführen von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Das heißt, er denkt, er tut das Gute, wie so viele Menschen, glaubt er, dass er den richtigen Weg gefunden hat, und wo jetzt in unserer Welt Menschen halt versuchen, andere Menschen von ihrem richtigen Weg zu überzeugen oder halt beschimpfen als dumm oder sowas, wenn sie nicht den richtigen Weg gehen, wenn sie
irgendwas Falsches sagen, was Falsches tun, wie auch immer, dann werden sie halt korrigiert und versucht, auf den richtigen Weg zu führen, aus Sicht der Wissenden. Und hier ist es halt so, dass dieser wissende Mann, also er glaubt ja, dass er mehr weiß als die anderen, dass er halt sagt, ja, er will die Menschen dann direkt kontrollieren, indem er sie erlöst. Oder indem er sie direkt kontrolliert, will er die Menschen erlösen. Von der Verzweiflung. The authority to govern their bodies. Die Autorität, ihre Körper zu kontrollieren. No wonder. Dann wundert es mich ja nicht, dass... There's only one more ideal left. Es bleibt uns noch ein weiteres Ideal. Once we take out the pact bearers, we can return to our normal lives. That way everyone gets to be happy. Sobald wir die Paktträger ausgeschaltet haben, können wir unser normales Leben wieder aufnehmen. Und dadurch werden alle wieder glücklich. Ja, aber er ist ja nicht der einzige Paktbearer, ne? Also es gibt ja mindestens 7 plus Leo, werden also 8. Ja, dann sind alle glücklich, bis auf die Paktträger. You're right. I guess that'd be too much to ask for. Ja, da hast du recht, aber das wäre wahrscheinlich auch zu viel, um was man bitten könnte. The Academy fell into total chaos after the anomaly started. Nachdem diese Anomalien begonnen haben, ist die Akademie ins komplette Chaos gestürzt. I did everything I could, but I wasn't strong enough. Things only got worse and worse. Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht stand, aber ich war einfach nicht stark genug. Es wurde immer schlimmer und schlimmer. A long time ago. Vor langer Zeit. There was someone I really looked up to. She was fair, strong, kind. She always did the right thing. I wanted to be like her. Da gab es jemanden, eine Person, die sowas wie ein Vorbild für mich war, zu der ich hinaufgeblickt habe. Sie war schön, stark und gütig. Sie hat auch immer das Richtige getan. Ich wollte so sein wie sie. Oh, das wird die Person sein, wo hier unser jetziger Schulsprecher behauptet hat, Nozomi hätte sie halt sterbend zurückgelassen oder so. But I only ended up disappointing everyone. I couldn't live up to her example. Ja, aber letztendlich habe ich doch nur alle Menschen enttäuscht. Ich habe es nicht geschafft, ihrem Beispiel zu folgen. I have my fair share of weaknesses. I'm a coward, as you already know. Ich habe nämlich ordentlich Schwächen. Zum Beispiel bin ich ein Feigling, wie du ja sicherlich schon gemerkt hast. I keep thinking it was a mistake to make me the president of the True Student Council. Auch jetzt denke ich immer noch, dass es wohl ein Fehler war, mich zur Präsidentin der wahren Schülervertretung des True Student Councils zu machen. I'm scared I won't be able to live up to my station. That I'll only end up hurting people instead. Ich habe halt Angst, dass ich meinem Amt nicht gerecht werde. Dass ich stattdessen einfach nur Menschen verletze. Confidence is never easy. Is it? Es ist nicht leicht, Selbstvertrauen zu haben, was? Kurama? I've heard the rumors. Ich habe die Gerüchte gehört. The True Student Council, is it? You truly are playing the dean for a fool. Du bist also in der wahren Schülervertretung, was? Ja, du
hältst die Dekanin wirklich zum Narren. If I didn't know better, I'd think you were implying the existing student council is a sham. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass du darauf hinweisen wolltest, dass die richtige Schülervertretung einfach nur ein Witz ist. We are the tried and true, Hinata. We guide the people and protect them. Wir sind die wahre Schülervertretung, Hinata. Wir führen die Menschen und wir beschützen sie. Mit wir meint er da schon sich selbst in der dritten Person oder? Nein, nicht in der dritten Person, in der ersten Person Plural. Pluralis Majestatis. However, I am willing to pardon your transgressions. Wie dem auch sei, ich bin bereit, deinen Regelüberschreitungen zu verzeihen. After all, you aren't exactly known for making the wisest decisions. Denn schließlich bist du ja nicht berühmt dafür, die weisesten Entscheidungen zu treffen. Besides, everyone obeys me sooner or later. Außerdem, früher oder später gehorcht mir ohnehin jeder. But let us set that aside for now. Aber lassen wir das erstmal beiseite. It appears that every time you return from the mist, another of my ideals is destroyed. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass jedes Mal, wenn du aus dem Nebel zurückkehrst, ein weiteres meiner Ideale zerstört wird. Oh, das kriegt er mit. Das ist natürlich blöd. I highly doubt this to be mere happenstance. Und dass das jetzt Zufall sein soll, das will mir einfach nicht so in den Kopf. I don't know what you're talking about. Ich weiß nicht, worüber du redest. Come now. Enough beating around the bush. We will speak plainly or not at all. Ach komm schon. Jetzt haben wir genug über den heißen Brei geredet. Entweder reden wir jetzt Klartext oder gar nicht. I am a pact bearer. He who commands the authority of pride. Ich bin ein Paktträger. Derjenige mit der Autorität des Stolzes. If you're concerned about any eavesdroppers, fret not. They are under my control. It doesn't matter if they hear. Falls es dich besorgt, dass hier andere Leute zuhören, mach dir da mal keine Sorgen. Diese beiden stehen unter meiner Kontrolle. Es spielt keine Rolle, ob die irgendwas hören. Even if they do, they won't be able to process it. Selbst wenn sie die Worte hören, sind sie nicht dazu in der Lage, sie zu verarbeiten. I've used my authority to put them in a trance. They haven't the free will to remember a thing. Mit Hilfe meiner Authority habe ich sie in einen Trancezustand versetzt. Sie haben nicht den freien Willen, sich an irgendetwas zu erinnern. That's horrible. Das ist ja furchtbar. Foolish words from a foolish girl. You think you can defeat all the pact bearers and restore the academy to normal? Dumme Worte von einem dummen Mädchen. Glaubst du, du kannst tatsächlich alle Paktträger besiegen und die Akademie wieder normal werden lassen? Let me put this in no uncertain terms. It's impossible. Ich will das mal klar ausdrücken. Es ist unmöglich. You cannot best a pact bearer. Even if you were to defeat me, it would only increase the chaos and casualties alike. Man kann einen Paktträger nicht überwinden. Selbst wenn du mich besiegen würdest, würde dadurch das Chaos und die Verlustrate noch erhöht werden. You will oppose me no longer. Du wirst dich mir nicht mehr in den Weg stellen. Instead, stattdessen
Wie, der kann auch über einen anderen Taktträger die Kontrolle übernehmen? Was hast du mit ihm gemacht? Unlike you, I am no fool. I can already tell how pointless this discussion will be. Im Gegensatz zu dir bin ich kein Narr. Ich weiß doch jetzt schon, wie sinnlos diese Diskussion sein wird. As such, I made some improvements to his perception of the world. Und deshalb habe ich seine Wahrnehmung der Welt ein wenig verbessert. Did you brainwash him? Hast du ihn einer Gehirnwäsche unterzogen? Now you're getting it. Jetzt begreifst du es. You monster. Monster. Vice President, you have to snap out of it. Vizepräsident, du musst dich davon lösen. Me? A monster? Hardly. Ein Monster? Ich? Wohl kaum. Under my control, you dullards will finally achieve inner clarity. Unter meiner Kontrolle werdet ihr Schwachköpfe schließlich innere Klarheit erreichen. You should be thanking me, really. Und dafür solltet ihr mir dankbar sein. You've gone mad. Du bist völlig durchgeknallt. Don't be ridiculous. It's the world that has gone mad. Sei doch nicht lächerlich. Es ist die Welt, die durchgeknallt ist. Ja, das ist auch so die Definition von Wahnsinn. Alle um mich herum sind verrückt. Ich bin der Einzige, der noch klar den Durchblick hat. But worry not. Aber mach dir keine Sorgen. You too shall understand eventually. For I shall remake you in my image. Auch du wirst es irgendwann begreifen. Denn ich werde dich neu formen nach meinem Bild, was ich von dir habe. Also er will sie halt nochmal richtig machen. Now, Vice President, seize her. Nun, Vizepräsident, nimm sie gefangen. Nein. What? You're still lucid? Why isn't it working? Hey, wieso funktioniert das nicht? What are you? Was bist du? Ja, wir sind halt auch Paktträger. That was an authority. It can't be. You're a pact bearer? Das war eine Autorität. Bist du etwa auch ein Paktträger? Are you okay, Vice President? Geht es dir gut? I hate to resort to such brutish means. Ich hasse es ja, so auf Gewaltmethoden zurückzugreifen. But if I hold no authority over him, then I've no choice but to eliminate you directly. Aber wenn ich keine Autorität über ihn habe, dann habe ich keine andere Wahl. Dann muss ich dich direkt eliminieren. Everyone, seize them! I'll re-educate the foolishness right out of you. Leute, nehmt sie gefangen. Ich werde ja euch die Dummheit schon noch austreiben. Don't worry, I'll protect you. Mach dir keine Sorgen, ich beschütze dich. Such touching bravado. For now. Oh, so rührende Tapferkeit vorerst. Fool, your inanity will come to light soon enough. Du Dummerchen, deine Unfähigkeit wird sich schon bald zeigen. The only fool I see.
see is you. Ich sehe hier nur einen Narren und das bist du. Yusuke? You're the bad guys here. You took her from me. You wouldn't let her go. Ihr seid hier die bösen Jungs. Ihr habt sie mir weggenommen. Und ihr gebt sie nicht wieder her. Blasted Stalker. Where did you come from? Dreckiger Stalker, wo kommst du denn her? Stop! Let go, damn it! Get your hands off me! Yusuke, no! We'll meet again, Hinata. Wir sehen uns wieder, Hinata. You're all fools. Every last one of you. Ihr seid alles Narren, jeder einzelne. Nevertheless. Trotzdem. I refuse to let the lunatics run the asylum. Not anymore. I will protect everyone. No matter what. Aber ich werde es nicht zulassen, dass die Verrückten das Sanatorium leiten. Nicht nochmal. Ich werde alle beschützen. Egal was passiert. Ja. Wait! Sei doch froh, dass er weg ist. Ja, prima. Da haben wir ein bisschen was geschafft. Und bevor mich Chio jetzt nochmal voll labert, denke ich, speichere ich mal ab und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier mit den Leuten reden. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.